Selzer TV wird unterstützt von der Tanzbar Wechselschritt, der Stadt Geseke, dem Schuhhaus Zehanschuk, der Firma MEG, der Dienstleistungsgruppe Salzkotten, der Bäckerei Lange und der Volksbank Büren Salzkotten. Dieser Tage wird im sportlichen Leben viele Athletinnen und Athleten in Erinnerung bleiben. Die 35. Sportlerehrung in Salzkotten. Die Stadt Salzkotten und der Stadtsportverband hatten nicht weniger als 190 Sportleistungsmedaillen an die Besten des Sports zu vergeben. Für Bürgermeister Uli Berger, den Vorsitzenden des Stadtsportverbandes Dr. Thomas Real und für den Vorsitzenden des Jugendkultur- und Sportausschusses René Scher viel Arbeit, die wohl aber auch heute gerne verrichtet wurde. Darunter gab es 83 Mal Bronze, 60 Mal war es Silber und 4 Mal Gold. Das begeisterungsfähige Publikum in der Mensa der Gesamtschule sorgte dann auch für die richtige Stimmung und dazu trugen auch zwei Tanzgruppen des TSV Thulow bei. Das waren einmal die Cheerleader mit ihren akrobatischen Einlagen und die Tanzgruppe des TSV Thulow. Und so ganz nebenbei wurde dann auch, wie hier gesehen, von Manfred Schnieders, dem Präsidenten des Fußball- und Leichtathletikverbandes Westfalen und dem Präsidenten des Kreissportbundes Dietmar Krause Politik. Für die Begrüßung heute zuständig ein gut gelaunter Moderator Tobi Kleinschulte, den man sich beim Selzer TV ausgeliehen hat. Ich begrüße Sie alle ganz recht herzlich zur Sportlerehrung der Stadt Salzkotten für das abgelaufene Sportjahr 2022. Ja, bereits zum 35. Mal ehrt die Stadt Salzkotten ihre sportlich Aktiven und die haben im vergangenen Jahr wieder so einiges geleistet. Und für diese Leistungen wollte sich auch der erste Bürger der Stadt, Bürgermeister Uli Berger, hier in der gut besuchten Mensa bedanken. Ich freue mich, die Sportlerinnen und Sportler des Jahres 2022 hier mit auszeichnen zu dürfen. Denn sie haben mit ihren Leistungen nicht nur den Vereinen Ehre erwiesen und sich selbst, sondern sie sind auch das Aushängeschild der Stadt Salzkotten. Sie haben regional und teilweise auch überregional entsprechende Erfolge erzielt und Salzkotten auch in die weite Welt gebracht. Und neben einem Lob für die Politik fand der Stadtsportverbandsvorsitzende Dr. Thomas Real dann noch einige kritische Worte. Und von den Behörden, von der Politik und von den Verbänden wünsche ich mir hierfür die höchstmögliche Unterstützung. Mehr nicht. Und die bekommen wir hier in Salzkotten auch meistens. Und deswegen mein Dank ganz besonders an die Stadt Salzkotten, an den ersten Bürgermeister, Herrn Berger. Vielen Dank. Wir haben hier in Salzkotten schon den Eindruck, dass, wenn Probleme im Sportbereich auftauchen, der Bürgermeister immer ein offenes Wort hat und eigentlich immer bemüht ist, den Sportvereinen im Interesse des Sports zu helfen. Vielen Dank dafür. Was die Entwicklung der Mitgliederzahlen bei den Vereinen angeht, da haben wir ganz durchwachsende, unterschiedliche Erfahrungen. Einige Vereine verlieren weiter Mitglieder, einige halten sich. In anderen Vereinen werden die Mitgliederzahlen weiter steigen, deutlich steigen teilweise. Es gibt Vereine, die einen Aufnahmestopp für Neumitglieder einlegen müssen. Und das Problem ist einfach, dass in vielen Vereinen die Ehrenamtler fehlen. Es fehlen Betreuer, es fehlen Trainer, es fehlen Übungsleiter, es fehlt an Personal. Last but not least, ein Dank des Vorsitzenden des Jugendkultur- und Sportausschusses, René Scharf, an die Vereine. Liebe Vereine, wir sind total stolz auf euch und die Leistungen, die eure Athletinnen und Athleten zutage bringen. Ihr seid ein großes Aushängeschild für unsere Stadt und ich freue mich über jeden Förderantrag, der gestellt wird. Denn ich selber bin der Meinung, jeder in den Sport hier vor Ort investierte Euro ist eigentlich ein gut investierter Euro. Und jetzt standen sie im Fokus, die 83 Sportlerinnen und Sportler, die mit der bronzenen Sportleistungsmedaille geehrt wurden. Die meisten Nominierungen schaffte dabei die Judo-Abteilung des TV Salzkotten, gefolgt vom Tennisclub Rot-Weiß Salzkotten. Weiter unter den Bronze geehrten Sportler von Concordia Schamede, der Leichtathletikabteilung des VfB Salzkotten, aus der Basketballabteilung des TV Salzkotten und dem Golfclub Paderborner Land. Ja, und sie waren kein Pausenfüller, eher eine tolle Demonstration akrobatischer Tänze, die Cheerleader des TSV Salzkotten in einer Show-Einlage. Don't believe it, just watch.
Für die Sportleistungsmedaille in Silber sollten sich hier 60 Sportlerinnen und Sportler auf der Bühne einfinden. Von Concordia Schamre Jennifer Balewski, die in ihrer Sportart Taekwondo Platz 4 bei der Deutschen Meisterschaft belegte. Silber auch für die weibliche U18-Basketballmannschaft des TV Salzgotten mit ihrem Trainer Raik Möbius. Der hoffnungsvolle Nachwuchs belegte in der Jugendoberliga den ersten Platz. Vom gleichen Verein die zweite Herrenmannschaft der Baskets, die ungeschlagen auf Platz 1 in der Landesliga einliefen. Judoka Lea Zechner mit Spitzenplatzierungen bei der Bezirks- und Kreismeisterschaft. Henrik von Rhein aus dem gleichen Verein ebenfalls mit Siegen bei der Bezirks- und Kreismeisterschaft. Christina Rinchewal, die in ihrer Sportart Judo bei der Deutschen Meisterschaft einen Platz unter den Top 10 erreichte. Sie ist die Vorzeigeathletin der Judokas in Salzgotten, Verena Asmuth, die nicht nur die Kreismeisterschaft und den Kreispokal gewann, sondern auch bei der Deutschen Meisterschaft mit Platz 3 aufs Podium kam. Drei Athletinnen des VfB Salzgott mit großartigen Erfolgen. Da war Evelyn Brühlemann, die sich für die World Triathlon Championships qualifiziert hatte und unter die Top 10 kam. Und Triathletin Britta Schindewolf, sie gewann bei der NRW-Meisterschaft den Sprint und nahm erfolgreich am Radklassiker Paris-Roubaix teil. Und Sarah Metz war auf der Langstrecke und im Crosslauf unterwegs. Platz 1 bei der OWL-Meisterschaft und Platz 5 bei der Deutschen Meisterschaft im Straßenlauf. Der Aufstieg in die zweite Bundesliga. Dazu Platz 1 in der Regionalliga, das gelang den Golferinnen Theresa Fecke, Lisa Wittmann, Elisabeth Fecke und Paula Jochem vom Golfclub Paderborner Land. Für die Salzgottnerin Britta Schindewolf eine weitere Silberehrung. Für ihren Verein Paderborner SV belegte sie bei den deutschen Meisterschaften in ihrer Altersklasse zweimal Platz 2 und einmal Platz 3 in den Freistildistanzen. Die U10-Mixmannschaft des TC Rot-Weiß Salzgotten mit Tudor Usachi, Adrian Spark, Erik Tölle, Henrik Brands und Joseph Chamchui. Sie wurden Erste in der Westfalenliga. Noch ein Talent des Salzgottner Tennisvereins, Jonas Minder mit 5 ersten Plätzen bei Kreis-, Bezirks- und Westfalenmeisterschaften und Rang 3 bei den Champion Bowlmasters. Weiter geht's mit Tennis. Silber auch für die U12-Mannschaft, die in der Tennis-OWL-Liga Platz 1 belegte. Auch die Tennisherrenmannschaft der 65-Jährigen zeigte sich in Bestform und stieg mit Georg Klausmeier, Ulrich Rennecke, Harald Heiermeier, Rolf Bürger und Rainer Rosen in die Westfalenliga auf. Ja, die Silberabteilung des Salzkörner Sports, sie konnte sich am heutigen Tag hier auf der Bühne sehen lassen. Und Damen war da noch eine Überraschungsehrung. Eine Sportleistungsmedaille in Silber für den Vorsitzenden des Jugendkultur- und Sportausschusses René Scherf, der in seiner Sportart Judo den dritten Dan erwarb und auf Meisterschaften auf Titeljagd ging. Auch der Stadtsportverbandsvorsitzende Dr. Thomas Real ging mit gutem Beispiel voran. So belegte er bei der Ärzte- und Apothekermeisterschaft im Triathlon Platz 1 in seiner Altersklasse. Die Sportleistungsmedaille in Gold für außergewöhnliche Leistungen. Und eine solche hat er erbracht.
Thomas Kessler vom SV Concordia Schamede, der in seiner Sportart Taekwondo Platz 3 bei der ITF World Champion belegte. Ein weiterer Erfolg, Platz 3 bei der Masters in Polen. Gold auch für Patrick Taplik vom gleichen Verein. Sein größter Erfolg im Taekwondo. Platz 1 bei der Deutschen Meisterschaft im Formellauf und Platz 3 bei den Deutschen Meisterschaften. Und sie könnte mal in die Fußstapfen ehemaliger Salzgottner Leichtathletikgrößen wie Inga Leibesmeier oder Klaus Esekemeier treten. Romy Griese, die für ihren Verein, dem LC Paderborn, in den Disziplinen Speer, Diskus und Kugel bei den OWL-Meisterschaften siegreich war und Platz 5 bei den Deutschen Meisterschaften belegte. Bevor es zu den Wahlen der Sportler des Jahres ging, wusste die Tanzgruppe des SC Concordia Schamede mit einem Showtanz zu begeistern. Der Wahl zur Sportlerin des Jahres hatte man mit Romy Griese, einem hoffnungsvollen Leichtathletiktalent, die in der Leichtathletikabteilung des VfB Salzgottern ausgebildet wurde, die richtige Wahl getroffen. Das gilt auch für Thomas Kessler, der für seinen Heimatverein SC Concordia Schamede tolle internationale Erfolge im Taekwondo mit nach Hause brachte. Und das löste auch hier viel Jubel aus. Zur Mannschaft des Jahres wurde die U18-Basketball-Mädchenmannschaft des TV Salzkotten gekürt. Verdientermaßen mit dabei Trainer Reik Möbius. Und zum Abschluss einer Sportlerehrung, bei der die leistungsbreite Salzkottener Sportler und Sportlerinnen eindrucksvoll demonstriert wurde. Vom Fotografen festgehalten, 83 Medaillen in Bronze, 60 Medaillen in Silber, 4 Medaillen in Gold. Und das sind die Sportler des Jahres. Selzer TV wird unterstützt von der Tanzbar Wechselschritt, der Stadt Geseke, dem Schuhhaus C. Hanschuk, der Firma MEG, der Dienstleistungsgruppe Salzkotten, der Bäckerei Lange und der Volksbank Büren Salzkotten.